Moin, moin und willkommen zurück, ihr Lieben. Ich bin Sarah Mareit oder Sarah und das ist der Basti. Oh nein, was hast du für ein Gag? Für wahr und wohl gut gesprochen, Milady. Ich bin bereit, mit euch zu sprechen über Brettspiele all der Zeiten. So lasset uns beginnen. Aber Für wahr. Robin Hood war doch voll der Rebell und nicht irgendwie so der hochtrabende Ich sonst bin was. ein mittelalterlicher Edelmann. Ach so, du bist ein Edelmann, Aber okay. die Mütze ist so groß, da passen zwei Vielleicht, Schimmel wir können einfach so das Video aufnehmen, das passt auch. rein. Kommt genauso viel Expertise raus. Puh. Oh. Ja, Die sind staubig. lass uns ja mal lustige Sachen für euch einfallen. Und ja, da kam irgendwie letztens die Idee, also nehmen wir an, was weiß ich, Was weiß ich? Basti oder ich, wir kriegen auf einmal gesagt, so, ihr müsst jetzt für ein Jahr nach Japan zum Aber warum nach Beispiel. Japan? Ach so, weil da die Animes leben. Weil da wenig Platz ist. Ah. So, und dann wird halt gesagt, ja, hier und da kriegst du Apartment und du darfst irgendwie Personal Space oder so für dich mitnehmen, was in ein Kallax-Fach passt. Also in ein 33,3 mal 33,3, habe ich gerade nochmal nachgemessen, wenn ihr zu Hause kein Kallax habt. Und Wir nehmen also anstatt irgendwie so Zahnbürste und Zahnpasta oder nein, nein, Handtücher, das nehmen darfst wir du auch nur mitnehmen, Boardgames aber mit. so pur so zum Vergnügen praktisch. Zum Das ist. Vergnügen. Kann ich dich in Kallax In ein Kallax-Fach wird das ein bisschen arg reinquetschen? Dann nehme ich eng. dich zum Vergnügen Kannst mit. ein Bein mitnehmen. Ja, und dann haben wir natürlich noch so ein paar Sachen dazu gesagt. Zum Beispiel, es darf nicht hinten liegen, das Spiel. Man muss es von vorne sehen. Also nichts von wegen hintereinander schachteln. Man kennt So es. rein Tetrisen. Und das Spiel muss halt in der Ausgabe sein, der wir es haben, damit wir es halt auch nachmessen können. Zum Beispiel, wir haben ja eine Anekdote Big Box. Wenn man jetzt die normale Grundspiel-Anekdote hätte, hätte man ja noch viel mehr Platz, was man Ich hätte es mir reinmachen einfach könnte. machen können. Einfach Frost eben fertig. Genau, ich habe schon zu Basti Der gesagt, einfache er Weg. könnte ein halbes Oathsworn mitnehmen können. Einmal das Grundspiel und eine Box Einmal so in der Monster. Mitte durchsägen und dann kann man das so kombinieren. Mit Ja, Klebstoff. und da haben wir uns unsere Listen gemacht und dann waren wir jetzt beide fleißig am Puzzeln. Ja. Das heißt, es sind schon irgendwie Lieblingsspiele, aber man muss ja gucken, dass man ein Jahr genug zum Spielen hat. Vielleicht greift man dann ja auch noch neue Freunde, mit denen man spielen kann, vielleicht auch nicht. Man muss sich auf alles so ein bisschen einstellen. Wie viel Und hast du reingequetscht? das kann ich dir gar nicht sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben. Also ich habe fünf richtige Spiele und einen Bonus. Achso, ja. Ich hatte drei relativ große, davon musste ich ein großes rauslassen, weil danach hätte, glaube ich, nichts mehr reingepasst. Und ich wollte wenigstens so ein bisschen noch, dass man noch so ein bisschen ein paar kleinere Sachen mit dabei hat. Bevor wir starten, wenn euch sowas gefällt, dann lasst uns gern ein Abo da, lasst uns gern einen Daumen da, kommentiert gern, was eure Spiele wären, die ihr in so einen Kallax reinmachen würdet. Ich sag das hier einfach mal jetzt, anstatt am Ende des Videos, weil ich wollte mal ein bisschen was Ich anders habe euch machen. auch schon die Maße angesagt, das heißt, wenn ihr keinen Kallax habt, könnt ihr so nachmessen, wenn ihr 33,3 mal 33,3 Box habt und dann könnt ihr gucken, wie viele ihr da reingestopft bekommt. Insert Standard Brettspiel Spielregal hier. Genau. Ja, dann möchtest du anfangen? Ich möchte, du darfst jetzt ab sofort nicht mehr rüber gucken, weil wir haben wieder mal das so gemacht, dass keiner weiß, was der andere für Spiele hat. Und hier liegen so Decken überall. Das sieht total doof aus, wenn ihr das sehen könntet. Und ich werde es irgendwie versuchen, das so rauszuholen, dass Sarah das nicht sieht. Hier gibt es nur Geheimnisse. Wir fangen klein an, das heißt, komme jetzt erstmal an in Japan und ich kenne da noch keinen. Ja. Da ist noch kein Son Goku und noch kein Naruto, den ich kenne, sondern ich bin da alleine in meinem Kopf in Hotel oder wo auch immer und ich muss erstmal irgendwie selber mit mir zurechtkommen. Vielleicht spiele ich dann abends mal ein Solo-Game. Damit fangen wir an. Und zwar habe ich mir da eins ausgesucht und Ich zwar weiß es. ist Mini-Rogue. das Mini Rogue. Eins der coolsten Solo-Games, die wir so haben. Und ich bin halt ein riesengroßer Rogue-Fan. Also diese Spiele, wo auch Diablo zum Beispiel voll entstanden ist. Also Spiele, wo man halt in so einen Dungeon runtergeht und Monster kloppt und Levels gaint und dann immer stärker wird. Und diese Rogue-Spiele haben halt auch immer noch die Besonderheit, wenn man stirbt, ist das Spiel halt vorbei. Das ist halt also Permadeath. Und das ist eine relativ gute Brettspielumsetzung davon. Passt sehr, sehr viel rein in so eine kleine Kiste. Also hier ist wirklich, ups, einiges an Material drin, Sonderkarten, noch ein Beutel und lauter Gedöns. Regeln sind auch ziemlich cool, das kann man sogar einigermaßen gut zu zweit spielen. Also wenn irgendwie vielleicht nochmal die Putzfrau kommt in mein Hotelzimmer, dann darf die vielleicht noch mitspielen. Wenn ihr mit deinem Hochdruckreiniger das Coffin-Hotel ausspült. Nein, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Spiel. Nimmt ganz wenig Platz weg, habe ich noch schön reingequetscht in mein Regalfach. Und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil das kann man halt auch zwischendurch auch auf kleinstem Raum nochmal schnell zocken. Ist immer wieder cool, weil es zufallsgeneriert wird durch die ganzen Karten, die dabei sind und macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Bom.
Ich glaube, du musst doch ein bisschen deine Spiele überdecken, weil sonst ist immer, wenn ich zu dir gucke, sehe ich da was in der Ecke glimmen. Dann Sarah schummelt. Gar nicht wahr. Basti ist der Schummelkönig. Ja, dann fangen wir mal mit was Kleinem an. Da brauche ich dann aber auch schon ein paar Mitspieler. Mein Spiel, was ich dann spielen kann, wenn ich kein Sudoku habe, dann kann ich dir nochmal zeigen. Wer ist ein Sudoku? Kein Sudoku. Ja, das ist Ökosystem. Freue mich ja jetzt, dass die Neuauflage mehr oder weniger mit Coral Reef gerade so ein bisschen Liebe bekommt, weil Ökosystem konnte gefühlt keiner. Ist halt auch ein schönes kleines Drafting-Spiel, was man auch auf kleinen Raum spielen kann, weil jeder hat noch sein kleines Raster. Der eine kann das auf dem Bett spielen, der andere spielt es auf dem Boden. Der nächste klebt es an die Wand. Auf dem Kaffeetisch. Man macht ja in den asiatischen Staaten eh sehr viel das auf dem Boden. Das ist ja so ein richtiges Suite. Ich habe so ein winziges 1 Meter mal 1 Meter Hotelzimmer irgendwie. Und da schläfst du dann mit deinen Beinen über die Spiele. Ja, hallo, da lege ich drauf. Du sollst ja ein Jahr da leben. Okay. Okay. Also, und das ist Ökosystem und ist halt eine schöne kleine Schlacht, ist auch ein schönes kleines Spiel. Man kann die Leute vielleicht auch ein bisschen ranlocken mit Artwork und so. Ist im Prinzip auch sprachneutral. Es sind zwar Bögen dabei, wo dann halt draufsteht. Komm in mein Hotelzimmer. Ich habe ein Ökosystem. Ich habe hier ein kleines Ökosystem aufgebaut, was halt die verschiedenen Karten machen. Aber theoretisch kann man sich da auch irgendwelche Übersetzungen ausdrucken, egal wo man ist. Ich denke. Und ja, geht halt problemlos. Und wie gesagt, schöner kleiner Fußabdruck. Ich hatte so ein paar... Wie bist du vorgegangen beim Dings? Ich habe mir im Grunde eine kleine Anfangsgeschichte ausgedacht und dann bin ich eskaliert. Ach so, weil ich habe nämlich so gemacht, ich habe erst die großen Boxen, wo ich wusste, okay, die will ich vielleicht mit reinnehmen, dann habe ich sie ins Regal gestapelt, habe dann halt festgestellt, okay, das wäre jetzt schon voll, muss dann eins wieder rausnehmen, hatte ganz viele Nachrücker, die kleiner sind und das war halt einer von diesen kleinen Nachrückern, den man noch so dazwischen hat. Ja, ich habe auch so, also ich fange auch mit den Nachrückern an und komme dann zu den größeren, aber auf jeden Fall... Sarah hat jetzt also ihr Ökosystem, hat die ersten Leute so in ihr Hotelzimmer gelockt und ich habe nämlich auch die ersten paar Bekanntschaften gemacht jetzt in Japan. Also wir bauen die Geschichte immer weiter auf, das wird noch richtig episch, so Tolkien-mäßig. Und auf jeden Fall kenne ich jetzt so die ersten paar Leute. Dann kommt Saruman, komm, wollen wir Karten spielen? Wenn Saruman Japaner ist. Auf jeden Fall kenne ich jetzt die ersten paar Leute, also so 2 bis 7. Und dann sage ich, hier kommt mal zu mir, wir zocken mal ein bisschen was Kooperatives, um sich kennenzulernen. Aber es darf auch nicht so einfach sein, weil so ein Japaner, der will ja auch wahrscheinlich ein bisschen was gefordert werden. Und dann ein Spiel, das einen immer richtig fordert, und zwar eines der besten kooperativen Spiele, das bei uns noch nie fehlgeschlagen ist, ist... Samurai Spirit. Samurai Spirit. Richtig, richtig gutes Spiel von Antoine Bauzat. Ist ein bisschen unter zwischen die Stühle gefallen, ist irgendwie erschienen und dann gleich wieder in Vergessenheit geraten. Ist aber eins von unseren absoluten Lieblings-Koop-Spielen, wo man bis zu 7 Samurai spielt, die einmal eine Menschen- und so eine Tierform haben und die verteidigen ein Dorf gegen anstürmende Banditenhorden. Ist so ein bisschen wie der Film hier 7 Samurai, falls man den kennt. Und super cool gemacht, super, super schnell erklärt. Also wir erklären das mittlerweile in 2 Minuten. Weil man kann das auch relativ gut ansteuern, was die Schwierigkeit angeht. Das Spiel ist grundsätzlich schon relativ schwer, kann aber noch bis die unendliche epische Schwierigkeit gesteigert werden. Und sehr, sehr kommunikativ, sehr, sehr kooperativ, aber halt wie gesagt super einfach zu spielen. Die Runden flitzen richtig schnell und man muss sich immer gegenseitig helfen, um halt diesen Banditenhorden irgendwie Herr zu werden. Ist bei uns bisher immer gut angekommen. Wir haben auch schon Mitspieler gehabt, die haben es bei uns zum ersten Mal gespielt, sich danach sofort bestellt. Ja. Weil es im Preis auch so gedroppt ist. Dadurch, dass es halt völlig von der Erde verschwunden ist. Also wir haben es, glaube ich, damals für 25 Euro auf das Spiel gekauft. Inzwischen kaufst du das Spiel zwischen 5 und 10 Euro. Seit Jahren ist der Preis halt so gering bei dem Ding, was wir immer noch nicht verstehen. Nee, also es ist ein absoluter super Geheimtipp, wenn ihr auf kooperative Spiele steht, die auch kommunikativ sind, wo man sich auch wirklich so ein bisschen beistehen muss und nicht jeder einfach trotzdem nur sein Ding macht. Sehr, 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 sehr cooles Spiel. Auch thematisch gut, grafisch gut, sehr schnell erklärt, mega gutes Ding. Da kommen auf jeden Fall Leute zu mir ins Hotelzimmer und die zocken das mit mir. Und das kann man nämlich auch immer und immer und immer wieder spielen. Und wenn ich die erstmal gehuckt habe, dann kommen meine nächsten Spiele. Die kommen aber erst nach Sarahs Spiel. Ja, kleine Nachrücker, hattest du gesagt. Du kommst jetzt wahrscheinlich mit allen restlichen Tiny Epics, die wir noch haben. Ich nehme einfach 15 Tiny Epics das mit. Eine Tiny Epic, was wir noch haben, ja. Mit Sicherheit. Nein, ein schönes kleines, also schön ist es nicht tatsächlich. Nee. Eins der hässlicheren Spiele, muss man sagen. Da gab's auch schon. Oh, das Cover geht noch. Das Spiel an sich ist hässlich. Ja, naja, aber auch so borderline hässlich. So ein bisschen so hässlich, dass es beinahe schon ein bisschen süß ist. So, okay. So ist es. Und das ist Habitats. Da gab es auch mehrere Neuauflagen. Zum Beispiel, ich glaube, hier das Luna, Nova Luna und Satori oder sonst was. Keine Ahnung.
basieren auch schon auf dem System mehr oder weniger. Aber ich finde das immer noch am schönsten, weil man baut so seinen kleinen Nationalpark auf. Dazu muss man so Teils draften. Und was weiß ich, wenn dann neben dem Salamander zwei Waldstücke liegen, dann darf man den umdrehen, dann hat er halt Punkte gemacht. Dann wohnt er da. Dann wohnt er da. Vorher muss man die Teils halt verkehrt rum reinlegen, um halt zu sagen, das Habitat, die Habitatsanforderungen sind noch nicht erfüllt. Und was ich halt an dem noch mit am besten finde, nicht nur, dass es halt Tiere hat, ich mag ja sowieso immer das Tierthema, sondern ist dieses, wie man die Teils draftet, ist bei diesen ganzen Neuauflagen immer ein bisschen anders. Mhm. Und hier ist es halt so, dass man so ein Grid hat und man läuft dann, hier so sind noch original Glastiere drin in der ersten Auflage. Oh ja, die guten Glastiere. Und dann läuft man halt so über eine Karte und je nachdem, wie man ausgerichtet ist, kann man halt immer das Teil vor sich nehmen, links oder rechts. Wenn man zum Beispiel das links nimmt, dann muss man mit seinem Tier sich auch nach links drehen. Das heißt, man hat dann wieder eine andere Auswahl. Und steht dann eventuell anderen Spielern im Weg, weil wir sind nämlich alle auf demselben Grid unterwegs. Und das heißt, wenn ich jetzt gerade so auf die Gazelle zusteuere, Sarah dann aber mir im Weg steht, dann kann ich die Gazelle nicht nehmen, muss vielleicht dann doch lieber den... Kannst du über mich rüberspringen. Aber vielleicht stehst du dann genau trotzdem im Weg. Ja, ich weiß es, also auf jeden Fall, man kann sich gegenseitig im Weg stehen genau, und dann kann es also halt sein, dass man nicht man das nehmen kann, was man will. Man kann überspringen, aber dann steht man halt auf einmal dann doch schon zwei Felder weiter und man steht vielleicht in der Ecke und muss sich erstmal aus der Ecke wieder rausmanövrieren. Und ja, ganz lustiges System und ich hole es halt auch immer wieder gerne raus und auf den Tisch. Das ist immer so 40, 45 Minuten und man hat auch immer das Gefühl, man hat was gemacht. Und obwohl das Spiel irgendwie hässlich aussieht, macht jeder immer zum Schluss ein Foto von seinem Park. Ja, das war oft bei Aufbauspielen so, wenn man dann erstmal so, das ist ja egal, ob man gewonnen oder verloren hat bei Aufbauspielen, man hat halt irgendwie was getan, man hat irgendwie was Eigenes kreiert und da macht man auch gerne Fotos von. Ich habe das auf jeden Fall selber ganz oft, wenn ich Aufbauspiele spiele. Jetzt gab es auf jeden Fall von Habitats auch nochmal eine Neuauflage, das hatte ich mir damals noch angeguckt, fand es aber nicht unbedingt schöner, muss ich auch sagen, und man konnte irgendwie als Add-on noch jedes Tier als Meeple kaufen. Das hat aber nochmal genauso viel wie das Spiel gekostet. Ja. Und das wäre mir, glaube ich, noch zu viel Gewühle. Nee. Kannst du mir jetzt gerade mal die Thompson-Gazelle rausnehmen? Nee, ich habe hier nur die Oryx-Antilope, geht die auch? Nee, die brauche ich. Ich brauche die Bongo. Und dann bist du nämlich da am Wühlen die ganze Zeit. Von daher, ich mag diese Edition, ist auch nicht teuer und gibt es auch in allen möglichen verschiedenen Sprachen. Ja, man muss die Augen halt ein bisschen zukneifen beim Spielen. Aber Symbologie und so funktioniert alles wunderbar. Nur halt die grafische Aufarbeitung ist halt nicht ganz so schick. Ja. Aber wie gesagt, und wir müssen das vielleicht einmal ganz kurz zeigen, wenn ich einmal die Box öffne. Du hast doch bestimmt Fotos davon gespeichert auf deinem Rechner, das aber, musst du nicht zeigen. Aber hier, ich muss es einmal zeigen wenigstens. Hier sind halt wirklich Glastiere drin, so wie aus einem ganz billigen Andenkenladen. Von Oma im, in der Vitrine. In der Glasvitrine, genau. Gleich neben den Bierpokalen. Aber das war nur in der ersten Edition, inzwischen sind das Meeple. Meeple. Und es waren halt random welche drin, das heißt, es gab wirklich Leute, die das Spiel 5-6 Mal gekauft haben, um damit alle sie Glastiere alle zu Glastiere haben. Weil man die bestimmt nicht auch für ein Apfel und ein Ei bei wo auch immer im Internet alle kaufen kann. Alles wahrscheinlich. So, wir haben jetzt also die ersten Leute bei uns in den Hotelzimmern. Bei mir ist es schon relativ voll und ich habe die Leute jetzt an der Angel und die Leute haben Bock. Die haben jetzt, sind jetzt angefüttert worden durch hier Samurai Spirits und die wollen halt mehr. Die wollen, jetzt muss ich ganz kurz gucken, guck nicht auf meinen Stapel. Ich guck dich an, ich muss dich doch anschauen. Und die Leute sind jetzt halt angefüttert und die finden halt Koop mittlerweile auch ganz geil. Und jetzt, die nächsten Spiele, die ich jetzt alle habe, sind alle Spiele, die sind von uns vollgepackt mit Content. Die sind so vollgepackt, dass die Deckel nicht mehr abschließen, weil wir einfach so ziemlich fast alle Expansions dafür haben. Und ich dachte mir, wenn ich schon Spiele mitnehme, dann will ich welche haben, die wiederspielbar sind, die ich oft spielen kann und da, wo die unfassbar viel Content haben. Und wie gesagt, die Leute haben Bock auf Koop. Also hole ich natürlich das erste, nächste, geilste Koop-Spiel raus. Und das ist Spirit Island. Oh mein Gott. Und hier sieht man schon, das schließt lange nicht mehr ab, weil, wenn ich das mal lüften darf, es ist vollgepackt bis oben hin mit Gedöns. Wir haben alle Expansions, die es bisher gab. Wir haben sogar die Foil-Spirit-Dingers. Spirit-Bögen und es kommt es demnächst noch... Spirit-Dingers. Ja, wenn ihr professionellen Boardgame-Content haben wollt, dann bei uns die Spirit-Dingers. Demnächst kommt noch die nächste Expansion, die passt dann wahrscheinlich nicht mehr in die Box rein, außer ich verstärke irgendwie die Außenwände. Sie können ja mal eine Big Box rausbringen. Ja, das wäre nicht schlecht. Sie könnten auch mal ein grafisches Overhaul machen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber ich habe hier so viel Content drin, so viel Geister, so viel Gegner, so viel Karten, so viel Gedöns. Wir können damit Stunden um Stunden und Tage spielen. Wir können langsam anfangen mit den einfachen Geistern, können uns dann hochsteigern zu den komplexeren Geistern, können uns dann noch die Adversaries dazu nehmen, die das Spiel noch schwieriger machen. Da kann man Tage und Wochen ins Land bringen, wenn man da halt im Hotelzimmer die ganze Zeit Spirit Island zockt. Und das ist halt wirklich so das Ding,
da kriege ich nicht genug von. Ich meine, hier bei uns bin ich leider so ziemlich der Einzige, der wirklich Bock drauf hat. Deswegen spielen wir es leider nicht ganz so oft, aber wenn ich halt in Japan dann die ganzen Leute angeteasert habe und die da richtig Bock drauf haben, und das ist ja auch so ein Spiel, wo man auch kämpfen muss, dass man halt gewinnen kann, dann denke ich mal, wird das auf jeden Fall ein Hit bei mir im Hotelzimmer. Ja, bei mir im Hotelzimmer. Nee, wir spielen es eigentlich einfach nur nicht so oft, weil, also ich bin jetzt auch nicht so der Spirit Island Fan, aber ich glaube, wir haben auch so in der Spielerschaft jetzt nicht so die Mega-Fans, und da ist mal das Problem, jeder muss ja ein bisschen so auf seine Insel aufpassen. Auf seinen Teil der Insel, und wenn ja, da einer schläft und so, oh, jetzt sind ja übrigens tot. Ja, es ist blöd, in einem Drei-Spieler-Spiel, wo zwei Spieler wirklich eine Ahnung haben und auch ihre Angreifer relativ gut kontrollieren können, der Dritte dann aber vielleicht auf sich allein gestellt irgendeinen Blödsinn macht, dann reißt er halt die anderen beiden Spieler mit in den Verlust. Rechtzeitig Bescheid sagen und zum Beispiel, was weiß ich brauche jetzt dringend Hilfe im Dschungel. Und man muss das dann halt auch schon vermitteln, dass man sagt, so, ich habe hier vielleicht in zwei Runden ein Problem im Dschungel. Kann mir jemand bei meinem Problem im Dschungel jetzt helfen? I need assistance. Genau. Ja, also wie gesagt, es ist super schwer. Man muss sehr, sehr gut kommunizieren. Aber es ist halt auch kein kooperatives Spiel, wo man gut Alpha gamen kann. Weil niemand hat in diesem Spiel einfach den Überblick über alles. Es passiert einfach so viel. So viele kleine Dinge können übereinander gestapelt werden. Die Gegner, die sich ausbreiten. Die eigenen Powers, die halt noch ein bisschen komplexer werden immer. Niemand kann da den Überblick haben, deswegen ist es eigentlich ein Spiel, wo man relativ gut kooperativ ohne Alpha-Gamer spielen kann. Und ich finde es einfach mega gut. Ich meine, es ist nicht mehr das schönste Spiel, es war von Anfang an nicht das schönste Spiel. Und auch die Symbologie ist ein bisschen, es geht so, aber es ist einfach ein mega gutes Spiel. Und ich liebe das. Ich finde, es ist eines der thematischsten kooperativen Spiele. Wenn du willst, kannst du gleich weitermachen, weil du hast deinen nächsten Pick so platziert, dass immer, wenn ich auch nur remotely in deine Richtung gucke, das sofort sehe. Nee, mach ich nicht. Du machst jetzt das nächste Spiel, damit wir in Reihenfolge bleiben. Aber ich sehe es halt schon. Es ist, als ob es im Shop ausgestellt hätte. Er hat sich nicht mal Mühe gegeben. Wir haben auch nur so viel Platz. Ich schmeiß wenigstens immer noch die Decke oben drauf. Machen wir mal was ganz Kleines. Ja, das hat noch so reingepackt und dann dachte ich mir, damit kann man die Leute auch gut anlocken. Ah, ja. Das ist nämlich das einzig Kooperative, was ich mitgebracht habe, weil, wer weiß es, Sarah. Japaner wollen kompetitiv sein. Ich meine, Japan ist kompetitiv das Land. Ja, ne? Also. Ja, aber kompetitiv kann man ja auch gegen das Spiel spielen, kooperativ. Ja, hier ist es Similio, da gibt es mehrere verschiedene Themen von und letztendlich ist es so ein, ja, Hidden Trade? Nee, gar nicht. Es ist verdeckte Information. Einer weiß, welches Tier gesucht ist, ja, weil er das gezogen hat, und er muss anhand von anderen Karten, die er auf der Hand hat, erklären, den Hinweise geben, welches ist es oder nicht. Und er darf die Karte nur entweder hingeben, hat Gleichheiten oder hat keine Gleichheiten. So wird es wie eine ganz, ganz billige Version von Mysterium. Genau. Das heißt, es gibt halt immer nur Ja und Nein. Man muss dann gucken, so, ja, er hat jetzt den Panda, den hat er jetzt getappt. Dann heißt es vielleicht, dass es nicht ein schwarz-weißes Tier ist. Dann ist es bestimmt nicht der Rabe. Und ich sage, nee, vielleicht ist es dann halt irgendwie der Bär, und sie meint jetzt damit irgendwie das und dies. Und dann aber eigentlich hat Sarah nur grün gelegt, weil es ist ein grünes Tier. Genau, sie mit grünem Hintergrund. So, hat keinen grünen Hintergrund. Und man muss jede Runde mehr Tiere picken, bis zum Schluss noch zwei übrig sind. Da ist dann noch eine 50-50-Chance. Und es ist irgendwie auch immer spannend. Und man kann halt auch wirklich nur Tipps geben, wie beim Mysterium mit den Karten, die man halt zieht. Das jetzt hier ist eine relativ leichte Variante, weil dann kann man nämlich eins als Ratekarten nehmen und eins als Auslegekarten. Man kann es aber zum Beispiel auch kombinieren, Similio-Tiere mit Similio-Wissenschaftlern zum Beispiel. Oder Märchen. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch Similio-Board-Games. Dann hat man halt Board-Games, die man auslegen kann, und damit muss man dann Tiere raten. Ist dann halt auch nicht so ganz einfach. Und, wie gesagt, kleiner Fußabdruck, theoretisch reicht auch immer nur eine Schachtel. Wir finden es aber immer lustiger mit zwei Sets. Und man kann es dann halt schwieriger machen, indem man halt die Sets, die man hat, mit krass verschiedenen Themen einfach hat. Ja. Umso schwieriger wird es dann. Nee, ist ein cooles Spiel. Es ist halt immer super spannend. Man redet auch nicht dabei, ne? Ist das nicht so ein sehr stilles Spiel? Es ist ja wirklich so dieses... So, und die Leute, die dann raten müssen, also einer ist der Tippgeber und die anderen müssen raten, die unterhalten sich natürlich. Ja, okay, und dann wird halt umgedreht und dann sieht man halt, ob man richtig oder falsch gelegen hat. Und als Geist über Mysterium denkt man natürlich immer so... Ja, Mysterium vor allem, das ist ja auch von 10 Minuten durch. Und Mysterium, da muss man ja dann teilweise anderthalb Stunden einfach mal still sein. Das macht natürlich auch nicht jedem Spaß. Und da ist Emilio dann doch schon mal so ein bisschen so der Absacker für zwischendurch. Oder halt, um nochmal die 10 Minuten abzuwarten, bis halt die Straßenbahn kommt. Und das Tier-Artwork ist einfach süß. Ja, das Artwork ist echt cool. Ich mag die Tiere. Ja. So, jetzt zeig mir deinen Pick, der mir die ganze Zeit schon ins Auge gesprungen ist. Sarahs Pick, der die ganze Zeit ins Auge gesprungen ist, ist folgendes. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, die Leute bei mir... Du hast geschummelt. Ja, mach weiter.
Ich erkläre gleich, warum du geschummelt hast. Ich habe doch gesagt, ich habe einen Bonus, der geschummelt ist. Okay. Habe ich am Anfang gesagt. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Leute bei mir im Hotelzimmer. Und die Leute haben jetzt richtig Bock. Die sind auch schon angefüttert mit etwas komplexeren Spielen, so wie Spirit Island. Dann wollen wir wieder ein bisschen in die kompetitive Richtung gehen. Und auch wieder ein Spiel, das vollgepackt ist bis oben hin mit Expansions. Ich glaube, ich habe alle bis auf eine oder zwei, weil irgendwann habe ich einfach aufgehört zu kaufen, weil es passte nicht mehr in die Kiste rein. Und wir spielen das gegeneinander, aber es ist trotzdem ein Spiel, das man nicht so richtig ernst nehmen kann, weil es eigentlich ein Partygame ist, was so ein bisschen... Ich zeig's euch einfach. Und zwar ist es... Cosmic Encounter. Das Ding wiegt ungefähr 1700.000 Kilo. Und man sieht es, es geht nicht zu, weil es ist bis oben hin voll mit Kram. Er hat es aufgemacht. Und ich kann das vielleicht mal so leicht zeigen. Gut, dass man den Insert hat. Ich glaube, es hätte horizontal gelagert werden müssen, aber es ist jetzt von mir nicht horizontal gelagert worden, weil ich es irgendwie in den Schrank stopfen musste. Ich habe ja Fotos gemacht. Auf jeden Fall haben wir ein Insert und ganz viele Teile und ich muss es nachher alles erstmal wieder einsortieren. Das wird ein Spaß. Ich mache das nur für euch. Wir haben alles dafür, wir haben unglaublich viele Expansions und was ist es? Wir sind verschiedene Alien-Völker, die halt um die Vormacht in diesem Universum kämpfen. Das Spiel ist relativ simpel erklärt, also die Grundregeln sind relativ simpel, aber das ist ein Spiel, das permanent seine eigenen Regeln bricht, weil jedes dieser Alien-Völker hat eigene regelbrechende Mechaniken, die Karten, die man spielt, brechen die Regeln und. Und grundsätzlich ist es eigentlich immer nur so, dass man versucht, Planeten einzunehmen, weil ab einer bestimmten Planetenanzahl hat man das Spiel halt gewonnen. Und dabei muss man halt immer irgendwelche Allianzen knüpfen. Und zwar mit den anderen Alien-Völkern, die auch wieder Regeln brechen. Das heißt, es gibt viel Backstabbing, es ist viel Fluch und Segen dabei und auch viel Geschachere miteinander. Oh Gott, ich muss das alles wieder einsortieren. Und mega cooles Spiel, eins der coolsten Games eigentlich überhaupt in unserer Sammlung, das wir eigentlich nur zu meinem Geburtstag spielen, wenn ich es mir dann halt immer wünsche. Weil es sonst eigentlich immer keiner spielen will, weil das ist halt auch eine seltsame Mischung, dieses Kompetitive, was aber auch so ein bisschen Partygame-mäßig ist. Ja gut, es kann halt klappen, es kann halt nicht klappen. Ja. Manchmal hat man irgendwie Pech mit seinem Alien, was man halt zieht. Ich wollte auch gerade sagen... Lass es einfach verkaufen, ich will das nicht mehr einsortieren. Nachdem Basti dann Freundschaften geschlossen hat in Japan, ist er sie jetzt gleich wieder los, nachdem er Cosmic Encounter gespielt hat. auch eine lustige Geschichte, das Holz-Insert, was da drin ist, das ist... Das erste Holz-Insert für Brettspiele, das es gab. Und das war damals noch ein Kickstarter. Das heißt, da war es so, wir können jetzt Inserts machen aus Holz. Ja, und das ist schon ewig her. Das war von Daedalus. Das mal so, hier ist halt nochmal das Holz. Das war von Daedalus Inserts, war super teuer. Das wurde heute keiner mehr ausgeben. War ein Kickstarter damals noch. War ein Kickstarter, hatte ich schon gesagt. Und wir mussten es vom Zoll abholen. Und da war noch das Terz. Der Terz, weil es war ja gebeizt. Und dann war da von wegen so, was ist denn das für ein Holz? Ja, ich musste das dann dem Zollbeamten erklären. Das war halt noch so in den Anfängen von Kickstarter, wo das noch keiner kannte. Und ich dann so, ja, das ist halt Holz. Und er so, ja, ist das irgendwie Tropenholz oder so, weil das darf halt nicht importiert werden. Und ich so, Nein, dann mussten wir noch gefärbtes Pressholz. Wie es halt bei Kickstarter ist, hast du natürlich auch keine Rechnung. Der Zollbeamte wollte aber eine Rechnung sehen, also musste ich dann irgendwie mit ihm zusammen ins Internet gehen, auf diese Kickstarter-Seite, um ihm meinen Pledge zu zeigen. Und das war halt so ein alter deutscher Zollbeamter. Kein Spaß gewesen, aber wie gesagt, das haben wir trotzdem gekriegt, ist auch ein gutes Insert, aber sowas wird, glaube ich, heutzutage auch in der Qualität gar nicht mehr hergestellt. Das ist, glaube ich, das kostet, hat er 50, 60 Euro damals gekostet, aber damals war es halt super neu, so ein Insert aus Holz. Und Cosmic Encounter, eins von den Spielen, die bei mir, glaube ich, ewig in den Top 10 sind, weil ich es einfach mega gerne spiele, alleine hier in dieser ganzen Spielegruppe. Aber ist halt super cool und wir haben irgendwie über 120 Aliens, die haben wir noch nie in alle gespielt und... Super cool. Das Gute ist, das kannst du auch so als Selbstverteidigungsgegenstand benutzen, wenn du irgendwie überfallen wirst. Also einfach mit Cosmic Encounter. Das kannst du auch als Therapie benutzen. Weißt du, wie lange ich das nachher wieder einsortieren darf? Ja, vor allem, wenn sich das dann, du schmeißt das dem Einbrecher halt so am Kopf und dadurch, dass sich das so verteilt und das so wie Landmine, kommt dann gar nicht mehr wieder hoch. Er rutscht die ganze Zeit auf den Schiff. Oder er hat dann so einen Aufräumtick und muss das dann einsortieren. Oder dann muss ich es nicht machen. ich werde das jetzt mal irgendwie zur Seite räumen und hoffen, dass es nicht nochmal explodiert. Oh Gott. Basti hat nachher Spaß. Ja! Aber ich. So. Das liegt immer noch drin. Oh, so. Oh, das wird dauern. Dann nehme ich mal meinen größten Big Box Titel. Den hatte ich sofort auf dem Kicker, weil ich dafür entweder nur mich brauche oder meinen neuen besten Freund. Cool. Und das ist Ryan Sleeping Gods. Ryan Lockett. Mein neuer bester Freund Ryan Lockett. Flieg mit dir nach Japan. Hier hast du erst gehört. Einfach aus dem Grund. Das ist halt wirklich so der Wiederspielbarkeit-Titel. Das heißt, ich kann den alleine spielen oder wenn ich dann
zwei, drei Leute habe, kann ich kann es ja auch zu viel spielen mit den Leuten. Und das kann ich dann wirklich 4, 5 Mal wieder spielen. Ich glaube, das, was wir so aus unserem Bekanntenkreis kennen, ist so 7 Mal, bevor man mehr oder weniger alles gesehen hat. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Und ich meine, gut, die Box ist halt auch schwer. Neue Listenidee, wir dürfen nur 20 Kilo Brettspiele mitnehmen. Lass mich bitte nicht nochmal Cosmic Encounter auspacken. Das ist auch zu schwer, dann nimmt man ja leichte Spiele mit. Ja, und das ist halt so ein Allrounder, wo man jetzt auch sagt, das ist jetzt auch nicht mein liebstes Kampagnenspiel, aber das kann man dann halt auch mal abends ein paar Runden spielen. Man muss sich da auch halt nicht so reinversetzen. Das ist halt ein Spiel, wo man nebenbei auch noch ein bisschen quatschen kann oder so, weil halt die Geschichten jetzt auch nicht so deep sind oder die Regeln. Das ist halt was, was man so wie so ein Bier- und Brezel-Kampagnen spielt. Genau, das kann man dann immer und immer wieder spielen, wenn man dann seine neuen Freunde hat, dass man sagen kann, hier, ach, ich spiele das mal mit dir und mit dem nächsten spiele ich dann nochmal eine Runde und so. Und von daher passt das dann auch schon. Und das war so das Ding, wo ich gesagt habe, so ja, so von den Kampagnenspielen ist das noch das Kompakteste. Ja. Wenn ich das so mitnehme, darf ich auch nicht die Erweiterung mitnehmen. Die habe ich da liegen gelassen. Die braucht man aber auch nicht. Die haben wir auch erst später dazu bekommen. Ja, die mit den Dungeons. Genau, da ist noch so eine kleine Schachtel dabei. Das ist halt wirklich nur, ich würde halt diese Box mitnehmen. Da ist dann mehr oder weniger auch alles drin, was ich brauche. Und ja, ich denke, da bin ich dann solide erstmal beschäftigt, was das angeht. Und ich werde auch nicht irgendwie nach Cosmic Encounter, wenn die Leute schreien, bei dir rausrennen aus dem Zimmer, rennen sie bei mir rein. Weil ich sie alle rausgeschmissen habe, weil ich aufräumen muss, weil die Raumschiffe überall liegen. Geht jetzt sofort. Bitte. Verbeugen. So viel Arbeit. Du kriegst das. Ich krieg das. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Du kannst es mir auch geben, aber du hast mal mein erstes Spiel weggenommen. Deswegen dachte ich, du willst es haben. Alles zu mir. Ich habe also Cosmic Encounter eingeräumt. Und habe halt immer noch Leute da, die nicht geflohen sind, weil ich geschimpft habe noch und nöcher, weil alles durch die Gegend geflogen ist. Was flucht dieser böse, salzige westeuropäische Mann die ganze Zeit? Und mir sind 3 Mitspieler geblieben. Das heißt, wir sind jetzt noch zu viert und wir haben immer noch Bock auf was richtig Kompliziertes. Also gar nicht kompliziert, sondern auf was richtig Schweres. Sowas, was uns richtig den Hintern versohlt. Aber vielleicht auch ein bisschen was, was mehr so ein bisschen in die Fantasy-Richtung geht, weil meine restlichen Besucher sind halt vielleicht noch irgendwie so Fantasy-Fans. Und die sagen sich, lass uns was Schweres spielen, lass uns was Kooperatives spielen, lass uns was mit Fantasy spielen, lass uns Dragonfire spielen. Und das ist das nächste Spiel von uns, was wie ein Backstein wiegt. Unfassbar schwer ist, unfassbar voll ist. Hier irgendwie, die Kiste geht lange nicht mehr zu. Wir haben so viele Aufkleber dafür, so viele Helden dafür. Ja, du darfst gleich was dazu sagen. Wir haben so viele Expansions dafür. Ich habe irgendwann aufgehört zu kaufen. Die werden auch nicht mehr nachproduziert, weil das Spiel ist out of print. Was ist es? Wir sind kooperativ als Heldengruppe unterwegs und können A, entweder so einen Dungeon Modus spielen, wo wir uns einfach durch so ein paar Wellen von Gegnern durchkloppen und dann halt ein bisschen Erfahrungsmut kriegen, mit dem wir dann aufkleben können auf unsere Charakterbögen, was Sarah gleich noch erzählen darf. Oder wir spielen halt wirklich so eine Kampagne durch, die aber sehr, 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 sehr schwer sein soll. Dazu habe ich unsere Spielegruppe noch nicht motivieren können, weil auch wieder das ist eins von den Spielen, die ich fast alleine fordere zu spielen, weil ich glaube, ich der Einzige bin hier, der das wirklich mag, weil es ist halt super schwer. Und es ist halt auch so gestaltet, dass es halt super schwer ist. Und das an sich wäre ja noch gar nicht das Problem. Ich glaube, es ist nur ein bisschen zu sehr schwer gestaltet, weil man später sich mit Punkten diese Sticker auf die Charakterbögen kleben kann. Das Problem ist, die Sticker sind so unglaublich teuer, da musst du dann schon mal 3 Spiele spielen, bevor du deinen ersten Sticker kleben kannst. Und der erste Sticker sagt dann sowas wie, du darfst in der ersten Runde eine Handkarte mehr ziehen, anstatt 5 oder 6. Das ist gar nichts. Und es ist auch im Internet schon mehrfach beraten worden, also wir haben unglaublich viele Level 1 Charaktere, wo dann ein Sticker oder so klebt. Im Internet ist mehrfach gesagt worden, man soll sich, was weiß ich, am Anfang 30, 40 von diesen Punkten geben. Dass man wenigstens schon mal so eine Anfangsfähigkeit hat. Dass man schon mal ein bisschen sich halt spezialisieren kann. Basti wollte es aber nie, weil das ist ja gegen die Regeln. Ja, deswegen, ich dachte halt, wir spielen das wirklich richtig, so wie echte, richtige Menschen. Deswegen haben wir hier unglaublich viele Bögen, wo halt wirklich ein Sticker drauf ist. Und wir haben halt weil wirklich, Bock durch hat. Diese ganzen Expansions habe ich halt wirklich so einen riesigen Stapel an Stickern für die ganz verschiedenen Charaktere, für die ganz verschiedenen Levels, für die ganzen verschiedenen Klassen und Rassen. Aber es ist halt am Anfang, ist es halt schon so schwer, dass es beinahe schon so ist, dass man dann so, wenn man so gerade bei Mitte im Dungeon ist, sagen muss, komm, wollen wir das jetzt abbrechen? Weil wenn wir dann den Abbruch schaffen, dann kriegen wir noch so 2 Trostpunkte. Weil wenn wir jetzt totgeschlagen werden, kriegen wir 0 Punkte. Wenn wir noch diesen Dungeon, man diesen Rückzug schaffen, kriegen wir 2 und sonst kriegt man irgendwie 3 oder 4. Das heißt, man muss halt schon 2, 3 Spiele gespielt haben und allein das schon so von wegen so, ha, lass uns das jetzt abbrechen, damit wir dann so ein paar Trostpunkte kriegen, damit wir uns irgendwann so einen ranzigen Sticker kaufen können, der es mir erlaubt, in dem
ersten Runde eine Handkarte mehr zu ziehen. Das ist ein bisschen zu bestrafend, das stimmt auf jeden Fall. Und dazu ist es auch ein bisschen zu zufällig, weil du hast in der Mitte, es ist halt ein Deckbuilding-Spiel, das heißt, man baut sich seine eigene Kartenhand im Laufe des Spiels. Und der Shop ist halt zufällig. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht Magier bin, aber es kommen einfach keine guten Magierzauber in den Shop oder nur die, die ich mir nicht leisten kann, dann wird mein Deck halt einfach nicht besser. Und da kann man nicht viel gegen machen. Und wenn man dann natürlich auch nicht dazu kommt, sich die Sticker zu kleben, dann addiert sich das halt auf. Zusätzlich kommen halt vielleicht noch Gegner. Manche Gegner sind halt gegen bestimmte Klassen stärker und gegen manche schlechter. Wenn ich natürlich die ganzen Gegner kriege, die halt immer nur gegen mich richtig gut sind, dann wird man ganz schnell abgewatscht. Ja, das ist halt das Problem. Davor noch Shadowrun, das war noch schwerer und da gab es noch weniger Punkte für. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was weiß ich, wenn ihr zum Beispiel Gloomhaven gespielt habt und da gibt es ja auch diese Enhancement-Stickers, die unglaublich teuer sind. Stellt euch vor, das nur noch fünfmal teurer und die Sticker sind noch fünfmal schlechter. Ja. Weil es ist ja auch so, dass dann jeder Sticker, der noch zusätzlich geklebt wird, auch noch mal fünf mehr kostet. Ja, das heißt, der kostet dann nicht nur 30, ihr habt schon mitgekriegt, was man so pro Spiel kriegt, so 3 bis 4 Punkte. Der kostet dann nicht nur 30, sondern kostet auch noch 35, weil der klebt ja schon ein Sticker. Ja, da kommt er doch dazu, ohne jetzt das Spiel schlechter machen zu wollen. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Man kriegt auch, wenn man so einen Dungeon Run geschafft hat, kriegt man halt auch magische Gegenstände. Die sieht man so einem magischen Gegenstandsdeck, das sind auch so Vollkarten. Da kann aber einfach ein Gegner kommen, der dann zufälligerweise mal die Dispel Magic Fähigkeit hat und wenn ihr dann so einen magischen Gegenstand auf der Hand habt, ist er einfach weg. Also nicht nur weg, weg, sondern weg, weg, weg. Ja, und es ist auch nicht das so... Das ist halt ein bisschen blöd. Was ich cooler gefunden hätte, wenn man sein Deck so ein bisschen behält, aber man resettet das halt jeden Dungeon Run wieder, außer halt die magischen Gegenstände, die hat man dann halt vielleicht, vielleicht auch nicht. Außer der Gegner macht sie weg. Und man resettet halt immer wieder in das super schlechte Anfangsdeck, wo man halt wie bei Clank, das kennt so einen Schritt, einen Kampf, man muss das jedes Mal nur aufbauen. Und ja, dazu ist dann halt zu zwingen. Und ich glaube, das ist dann aber auch ein bisschen Bastis selbstgemachtes Bett, was er sich gelegt deswegen hat. Deswegen durfte so auch erklären. Anstatt, dass man halt mal sagt, hier kommen 30, 40 Punkte, wir starten mal ein bisschen höher leveliger, dass man alles so ein bisschen hat, aber das durften wir bis jetzt. Ja, und was noch eine Sache ist, die das Spiel noch ein bisschen schwieriger macht, ist, man kennt ja diesen Spruch hier, never split the party, dass die Gruppe am besten immer zusammengeht. In dem Spiel gibt es halt so einen Gegnertypus, also das ist eigentlich gar kein Gegner, sondern mehr so ein Event. Das ist eine Location und das ist dann vielleicht, sich dein Held fällt vielleicht in eine Grube und dann bist du plötzlich alleine. Das heißt, es macht aus dem kooperativen Spiel plötzlich ein Solospiel für dich, bis du wieder aus dieser Grube raus bist. Die ganze Mechanik ist ein bisschen clunky und ist halt oft so, wenn man das spielt und man hat irgendwie mal Pech und man bekommt selber immer diese Location und ist halt immer abgetrennt von der Gruppe und muss dann sein eigenes Ding machen. Finde ich ein bisschen unglücklich gelöst in dem kooperativen Spiel. Man sieht, Basti will seine neuen japanischen Freunde auf jeden Fall vergraulen. Nee, ich weiß ja, dass die auf jeden Fall harte Games haben wollen. Die wollen schwer bei Spirit Island kämpfen, die wollen bei Dragonfire sich richtig reinbeißen, die wollen aber auch ein bisschen Spaß haben bei Cosmic Encounter. Vor allem wollen sie mir zusehen, wie ich es halt einpacke. Betrug, nein! Aber das sind halt so meine drei großen Spiele sind halt alles die Spiele, die wirklich vollgepackt sind mit Komponenten und mit Content. Da können wir Monate zubringen mit und ich denke mal, das finde ich vom Platz, den ich hatte in diesem Regalfach, habe ich glaube ich das Beste rausgeholt. Oh nein, Sebastian Schaden möchte schon wieder sein Dragonfire spielen. Nein, sag, ich bin krank. Sebastian Sensei mit dir? Ich glaube nicht. Das sind deine doofen Sticker, die sind so teuer. Finde irgendeine Ausrede. Lass uns zu Sarah gehen. Wir fliegen weg. Wir laufen mit Naruto ran. Schönes kleines Spiel. Hat einen kleinen Fußabdruck. Wir werden in einem nächsten Video, je nachdem wie das released wird, auch nochmal drüber sprechen, über den Nachfolger davon. Es handelt sich um Ganymede. Das war so ein Überraschungshit, den wir auf der einen Messe mal hatten, was plötzlich rausgekommen ist, gefühlt, von Soul Via French. Einfach da. Und wir sind starten auf der Erde und wir müssen von der Erde zum Mars und vom Mars dann zu den Planeten. Zu den Kolonien hinter dem Mars. Zu Ganymede und von Ganymede dann auf in den tiefen Raum. Weil Ganymede ist ja, glaube ich, der Mond, ist ein Mond vom Mars, nee, vom Jupiter. Ganymede ist ein Mond vom Jupiter. So, jetzt haben wir es. In der stellaren Kunde hier. Das ist dann alles hier auf so einem geometrische Layout gemacht. Ja, es ist nicht so eine 8-Bit-Art, das ist halt alles sehr, sehr eckig. Ja, genau. Und sind nämlich Künstler, letztendlich, wir wissen das. Letztendlich schiebt man nur Miepel durch die Gegend. Aber das macht man eigentlich ganz cool, indem man sich halt auch immer so, man kann sich mal so eine kleine Maschine bauen oben, dann kann man halt immer diese Maschine halt durchaktivieren, man kann die aber auch wieder abreißen, wenn man halt keine passenden Teile bekommt, um dann halt so blanke Sonderaktionen zu machen. Ja, man baut sich immer so die Kombos und feuert die dann ab.
Genau. Und dann auf einmal, es passiert immer wenig und auf einmal passiert immer ganz viel. Genau, und ganz und viele dann mache ich das und dies und jenes und man geiert immer so ein bisschen auf der Mitte, weil es gibt von der Erde zum Mars und vom Mars zu Ganymed immer Shuttles, wo man bestimmte Figuren draufladen kann. Ja. Und ist man dann auch immer schon so, hoffentlich nimmt jetzt der Basti nicht das blau-grüne Shuttle. Aus der Auslage, ja, die Auslage ist halt für alle Spieler. So, und alle schon so, das ist ein richtiges Spiel mit Turn-Angst. Wenn man das kennt, so dass, wenn man wartet, das Teil will ich haben, das Teil will ich haben. Es sind aber drei Spieler vor mir. Nimm das nicht, nimm das nicht. Ah, hat's genommen. Ah, was mache ich jetzt? Und genau so ein Spiel ist das. Genau, und das ist dann auch immer relativ schnell vorbei. Also hier steht 20 bis 40 Minuten. Ich würde schon sagen, es ist eher 40 Minuten, was das angeht. Ja, aber mit Erklärung. Ja, aber es ist dann halt auch schon wirklich immer spannend und man weiß bis zum Schluss nicht, wer gewinnt mit den ganzen Punkten, die man auszählt. Und zum am Anfang denkt man mal so, wie lange soll das Spiel dauern? Und dann geht es immer richtig schnell. Und es ist ja noch viel perfekter, habe ich gerade gesehen, weil Japanisch ist in der Box mit drin. Ha! Nee, das ist Koreanisch. Ist das Koreanisch? Ja. Stimmt, du hast recht. Ich habe euch betrogen. Dann muss ich nach Südkorea fahren für mein eines Jahr und zu Ganymed mitnehmen. Ja, cooles Ding, kleine Box, fühlt sich trotzdem wie ein großes Spiel an, ist auch schon eine Erweiterung mit drin, mit der wir nie spielen dürfen, weil ich... Wo der Mond noch dazu kommt. Genau, weil ich will es immer damit spielen und ich weiß nicht, was das ist mit dieser... Es gibt diesen einen Engine-Punkt, den verstehen die Leute immer nicht. Ich muss den immer erklären und immer so... Habe ich jetzt nicht verstanden. Also erklär das doch Problem mal. Das Problem ist, dass wir das halt auch nicht so häufig spielen. Und es ist ja oft so, wenn man das Spiel nicht so häufig spielt und die Leute dann damit uns Ganymed spielen, dann sagen sie, boah, lass uns lieber erstmal nur die Grundbox spielen. Wir spielen dann nächstes Mal mit der Erweiterung. Und beim nächsten Mal, wenn es dann wieder ein paar Monate vergangen ist, wir haben das lange nicht gespielt, lass mal nur die Grundbox spielen. Wir spielen dann nächstes Mal mit der Dabei Erweiterung. Dabei ist der Mond eigentlich auch nur ein kleiner Extra-Step. Du musst jetzt einmal den Staub hier wegmachen. Nein, doch, lass mich den Staub wegmachen. Ich habe das extra schon behalten. Die arme Matte. Sieht, glaube ich, immer so aus. ja, und ich finde halt auch, es hat halt ein cooles Thema. Damit kann man die Leute auch so ein bisschen anlocken und ist halt nur ein pures Euro-Game. Aber ich finde das halt viel Spiel in einer kleinen Box und das ist ja mehrfach. Ist irgendwie super thematisch, obwohl es eigentlich nur so ein aufgeklatschtes Thema hat. Aber man fühlt sich schon, als würde man die Leute wirklich mit den Shuttles über die Planeten schicken. Das ist ja bei Euro-Games meistens so. Da ist ja das Thema bei jedem Euro-Game theoretisch nur so draufgeklatscht. Aber bei manchen passt es halt einfach besser. Ja. Man kann das halt auch wenn besser die Mechaniken einfach so den Leuten erklären. Guck mal, passen. Du hast jetzt hier kleine Space Shuttle, da setzt du deine kleinen Miepel drauf und die fliegen dann zum Mars. So. Cool. Passt. Und danach Ganymed. Ja, cooles Spiel. Cooles Artwork. Ja, ich habe jetzt im Grunde nur noch einen kleinen Bonus. Du hast noch weitere Spiele, ne? Ich habe noch eins, glaube ich. Ich habe nur noch einen kleinen Bonus und zwar, wenn dann alle Leute weg sind, wenn alle Spiele gespielt sind, wenn alle Leute keinen Bock mehr haben, mich in Ruhe lassen und ich alleine dann bin in meinem Hotelzimmer, kann ich entweder Cosmic Encounter einsortieren. Oder das, was da die ganze Zeit steht. Oder das machen, was da die ganze Zeit steht. Das ist kein Spiel, das ist einfach nur eine Beschäftigung von mir, die ich immer sehr gerne mache. Und zwar lese ich einfach gerne in Regelbüchern. Und da würde ich mir dann ganz gemütlich, das passte nämlich noch schön rein, einfach ein Battletech-Regelbuch nehmen, mich in meinem Bett kuscheln und dann einfach wirklich Seite um Seite von den Battletech-Regeln lesen, weil mich entspannt sowas. Soll ich erzählen, was mit Büchern passiert, die du im Bett liest? Bastis Gesicht, Buch. Umso schwerer es ist, umso doller klatscht es ihm dann immer ins Gesicht. Und ich sage, mach doch das Licht aus. Nein, ich bin doch nicht müde. Klatsch. Ich lese gerne Regelbücher im Bett. Mich entspannt das, deswegen klatschen sie mir danach ins Gesicht. Oder währenddessen. Und ich bin halt immer noch sehr, sehr großer Battletech-Fan und deswegen es ist es halt nur so ein kleiner Bonus von mir, weil es einfach noch so gut reingepasst hat. Ich habe kein Spiel gefunden, was ich da noch reinquetschen konnte in die äußerste Ecke. Aber das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das kann man doch irgendwo in den Koffer reinstopfen und das wird mich halt auch mit seinen unfassbar vielen Seiten voller Regeln und Bildern und Geschichten über diese Monate bringen, wenn ich dann halt alleine im Hotelzimmer bin und mal nicht gerade Bock habe, Mini-Rogue zu spielen. Ja, ich habe noch meinen letzten Big-Box-Titel. Der musste auf jeden Fall mit. Ein Spiel, was auch jetzt inzwischen sehr schwer ist. Es ist sehr schwer, aber das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ist ein Essen-Release von vor 2 Jahren und ist so, ja, der Sleeper-Hit gewesen. Ist vorher so ein bisschen gedisst worden. Das ist Bitoku. Das kannst du dann in Japan aber den Leuten auch schneller erklären als hier in Deutschland. Genau, sie so von wegen so, hier, wisst ihr, was Hikaru ist? Und ja, es ist ein super Worker-Placement-Game, das wir schon oft gespielt haben, das irgendwie gefühlt auch nie langweilig wird. Es wird sich auch immer viel gewünscht. Jetzt hatten wir gerade eine Zeit, wo wir es relativ lange nicht gespielt haben tatsächlich. Ja. Am Anfang haben wir es sehr viel gespielt, weil alle davon gehört haben, auf das Spiel, da gab es doch dieses Spiel, dieses bunte Spiel, könnten wir das mal spielen? Also, ja. Spiel.
Wir hatten jetzt aber auch viele Spieleabende, wo wir halt neue Spiele gespielt haben. Oh, Spiele. Ja, aber das ist für mich halt so ein Ding, das könnt ihr halt immer wieder spielen. Ja. Da kommt halt dieses Jahr auf der Messe auch eine Erweiterung raus, da mit so kleinen Modulen. Habe ich auch richtig Bock drauf. Und das ist das einzige Spiel bis jetzt, dem ich auch mal ein UV-Insert gegönnt habe. Mit UV-Bedruckung. Sonst bin ich immer so ein Ding, das Insert sieht man ja nicht. Aber Bitoku finde ich dann halt auch irgendwie so schick. Man kann die ganzen Dinger dann aber auch so aufs Spielfeld stellen und jeder hat so eine kleine Box und so. Und da muss man nicht so viel sortieren. Huch, da geht schon kaputt, das Spielbrett. Nein, umtauschen. Und das ist das Einzige, wo ich mal gesagt habe, komm, ich gebe die 20 Euro, die so ein bedrucktes Insert mehr kostet, mal aus, um das da reinzumachen. Es riecht auch eine UV-Farbe. Ja, wird noch spannend mit der Erweiterung. Aber ja, es ist Bitoku, das ist dann so der Titel, wo ich gesagt habe, der muss auf jeden Fall mit. Da kann ich auf jeden Fall zumindest meinen japanischen Spieler wahrscheinlich damit sofort anlocken. Aber es ist auch so ein Ding, das kannst du immer wieder spielen, kannst immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ja, weil man immer andere Karten kriegt und die Engine auch immer ganz anders funktioniert. Das Spiel hat immer so ein bisschen den Nimbus, dass es so ein super komplexes, unübersichtliches Board hat. Und das finden wir überhaupt nicht, wenn wir euch das Spiel erklären und wir euch wirklich einmal kurz die ganzen verschiedenen Blöcke auf dem Spielfeld zeigen, ist das dann so offensichtlich simpel, dass ihr sagt, das kann ja gar nicht sein, dass die Leute sagen, das soll ein kompliziertes Board haben. Das Ding ist, glaube ich, das hat damals, als es auf der Messe rausgekommen ist, irgendeiner gesagt, das Board wäre so unübersichtlich. Und wenn, aber das ist bei jedem Euro-Game so, wenn du ein Euro-Game, was weiß ich, wenn du Weather Machine rausholst und das Board aufbaust, sagst du auch, oh mein Gott, dann kriegst du es erklärt und dann weißt du es. Und genauso ist es bei Bitoku auch. Es ist halt nur ein bisschen mehr Sättigung drin. Das ist halt bunt. Weil Eurogames neigen ja zu stark entsättigt zu sein, aber nur weil da ein bisschen Pink und ein bisschen Grün dabei ist, ist es jetzt nicht so, dass es unspielbar wäre. Was unspielbar ist, ist die Anleitung. Da hat Sarah unfassbar viel geflucht, weil die Anleitung halt von Anfang an mit Spezialbegriffen um sich schmeißt, ohne die eigentlich gleich richtig zu erklären. Und wenn du dann halt in der Anleitung liest mit dem Fluss der Seelen, dem Hikaru-Marker und ich weiß nicht was noch alles. Der Yokai und die sonst was und die Kodama. Dann flucht man mal ganz schnell. Ja, genau. Also es redet dann halt nicht von, was weiß ich, den Würfen oder sonst was, sondern es benutzt halt die Fachbegriffe. Es gibt so ein paar Euro-Games, die neigen dazu. Das ist, glaube ich, auch, um halt das Thema hier ein bisschen reinzuprügeln, wo wir das eben schon hatten. Ich finde aber, das passt hier ganz gut so, wenn man das auch so ein bisschen erklärt, so von wegen so, wir sind jetzt der Würfel, ich sag jetzt da nicht, welche Geister hat es, aber wir schiffen dann über den Fluss immer rüber und dann müssen wir immer ein bisschen gedemütigt werden und müssen uns ein bisschen runterdrehen, weil wir gehen ja ins Land der Untoten der und so. Vorfahren oder genau. Der Ahnen. Und da müssen wir ein bisschen humble sein, deswegen müssen wir uns da ein bisschen runter reduzieren, das passt immer ganz gut und das war so ein Ding, wo ich dachte so, ja, Bitoku muss auf jeden Fall Megaspiel, also eines unserer absolut liebsten Eurogames. Ja. Was musstest du aussortieren? Hattest du einen? Nö, ich hab eigentlich einen relativ guten Blick, was so Maßstäbe und so angeht. Ich habe die Spiele genommen, ich habe sie ineinander gestapelt, zack, 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 und das hat eine Minute gedauert. Na gut, ich habe ja die Liste ohne die Spiel. Achso, nee, ich habe mich vor den Schrank gestellt. Genau. Ich habe dann gesagt, das nehme ich, Stapel, rein, passt. Und ich habe das schriftlich gemacht und habe dann geguckt und ich hatte dann geschätzt, was auf jeden Fall eigentlich noch mitkommen sollte, dann auch ohne Erweiterung, weil ich dachte, so, ah, die Erweiterungsbox ist ja noch viel, ist Kemet. Ja. Aber Kemet hatte dann doch so eine massive Schachtel, dass wenn ich Sleeping Gods, Bitoku und Kemet hintereinander hätte, habe ich noch so ein Stück frei. Also da hätte dann nur noch ein Battletech Warfare Buch reingepasst und da hätte ich von Kemet eh schon die Erweiterung noch mitnehmen müssen, also zu Hause lassen müssen, was ja eigentlich auch so ein bisschen gegen die Regel verstößt, weil da auch von Spielmaterial drin ist, das wir so brauchen. Und dann habe ich Kemet aussortiert. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben kaum Kickstarter dabei. Ich meine, Sleeping Gods, war das ein Kickstarter? Ja. Aber es ist ja so, dass Kickstarter immer dazu neigen, besonders große Boxen zu haben. Da wird einfach, umso größer, umso besser, umso mehr Leute werden das backen. Und wir haben eigentlich auch immer viele Kickstarter bei uns in den Videos. Aber das war jetzt mal wieder so ein Video, wo wir wirklich viele, auch wenn meine alle so ein bisschen aus den Nähten geplatzt sind, wirklich viele Spiele hatten, die man halt auch ganz normal im Friendly Local Game Store kaufen kann. Mir ist auch aufgefallen, da sind sehr viele Essen-Releases einfach dabei. Also halt normale Spiele, die man bei Essen, die man von Essen mitbringt. Also zumindest hier Bitoku ist, Ecosystems habe ich mitgebracht, Similio habe ich mitgebracht. Samurai Spirits haben wir vom Grandfire haben wir damals auch Ding. Von das Spiel geholt. Ja. Also das ist wirklich mal so eine Liste jetzt wieder, wo man einfach auch sieht, dass auch Spiele nicht einfach nur durch die Größe überzeugen können, sondern auch einfach wirklich durch den Inhalt. Und wenn der Inhalt natürlich noch aus allen Nähten platzt, wie bei meinen drei größeren Spielen, ist natürlich noch umso besser. Deswegen, das war auch so ein bisschen mein Gedanke dahinter bei dem Vorschlagen, weil ja, wie gesagt, viele auch unserer Lieblingsspiele sind halt groß. Und dann kannst du halt nur eine Inekronie mitnehmen oder dir das halbe Ozean. Ja, oder wie ich am Anfang gesagt habe, so aus Spaß, einfach ein Frosthaven. Genau. Und dann ist die Liste fertig. Frosthaven, dann ist die Box zu. Ich meine, könnte man theoretisch auch immer machen.
Aber so haben wir dann mal geguckt, dass man dann wirklich, wie gesagt, dann auch bei Chemet, wo ich dann gesagt habe, so, oh, ist doch ein bisschen breiter, als ich dachte. Ich hätte nämlich gehofft, dass ich das Chemet auch dazwischen kriege. Ich glaube, ich habe sogar ein Spiel vergessen mitzunehmen, fällt mir jetzt gerade auf. Ich glaube, ich hatte noch ein Spiel mehr in meiner Liste, was ich vergessen habe rauszuangeln. Das ist dann bestimmt auf dem Foto drauf. Es ist auf dem Foto drauf und wir werden nie drüber sprechen. Wir werden es einfach verschweigen. Das passt dann noch dazwischen. Das hat nämlich noch dazwischen gepasst. Aber Sarah hat es nicht geliebt, deswegen hat sie es nicht mitgebracht. Tuko ist schwer genug, das reicht. Da reicht ein Schlag. Ey, meine sind alle so schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich den Platz im Flugzeug bezahlen kann, also vom Gewicht her. Das muss mit dem Container kommen, das geht anders. Ach, es war eine lustige Liste auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich die Spiele nicht gut versteckt habe und Sarah immer rübergelinst hat, um zu schauen, was ich als nächstes sage. Er hat das Battletech-Buch so hingestellt, dass wenn ich mich so gedreht habe, habe ich sofort gesehen, Battletech, Game of Armored Combat, so... Ja, sehr versteckt auf jeden Fall. Du solltest kein Osterhase werden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr in euer Brettspielregalfach reinquetschen würdet, was ihr mitnehmen würdet auf euer Jahr in Japan oder auf dem Mond oder wo auch immer ihr dann mal hinfahrt. In Südkorea haben wir jetzt festgestellt. Ich fahre nach Südkorea. Ja, ihr werdet dann gleich noch ein Bonusspiel sehen, weil wir haben ja Fotos gemacht von den Kallax-Fächern. Da wird bei mir noch eins dabei sein. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass ich es nicht mitgenommen habe. Das ist nämlich auch schön schmal. Und dann wisst ihr, was das mein Super-Secret-Bonus-Game ist. Vielleicht zeige ich es, vielleicht nicht. Du zeigst es. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.